Ja, ich bin Magister Josef Neuschitzer. Ich bin der Leiter von der Selbsthilfegruppe Elektrosmog, Elektrosensibilität Kärnten. Und unsere Selbsthilfegruppe kommt eigentlich jeden vierten Mittwoch im Monat beim Gasthof Kresnik in Annapichl in Klagenfurt zusammen. Wir beschäftigen uns mit mehreren Sachen. Ja. Unter anderem beschäftigen wir uns auch mit diesen Handysendern, die auf der Autobahn sind. Man sieht zum Beispiel da den Handysender schon. Weil die Mobilfunkfirmen wollen also die Autobahn, wo die Autofahrer mit den Handys sind, voll mit Funkstrahlen besenden, damit sie während dem Autofahren auch telefonieren können. Und nach jeder Kurve muss es dann einen neuen Sender geben, der dann diesen geraden Abschnitt bestrahlt, damit eben ein Übergang von einem Sender zum anderen Sender gemacht werden kann. Wir sind da heute auf der Strecke von Klagenfurt nach Villach und wenn man da jetzt nach vorn schaut, jetzt kommen wir um die Kurven um, wir haben schon wieder den nächsten Handysender und der strahlt faktisch das Stickel ein da auf, ja, und der strahlt da das Stickel ein da runter. Und ihr könnt jetzt gleich einmal schauen, wenn wir da um die Kurven um fahren, da rechts, seht ihr schon die ersten Hinningbarmer da, ja. Das ist auf der Böschung da. Das ist eine typische Nebenkeule und diese Nebenkeule, die haut da voll in die Böschung ein und strahlt da. Wenn wir jetzt da in der Verlängerung schauen, die gerade runter, dann sieht man auf der nächsten Kuppe da oben die Bäume absterben. Ja? Jetzt werden die Forstleute natürlich sagen, ja, das ist der Käfer, das ist der Käfer und das, sie haben sogar recht. Es gibt Käfer, zwar verschiedene Arten, die Forstleute kennen sogar die lateinischen Namen dafür. Und die Bauern wissen aber alle, der Käfer geht nur auf einen kranken Baum. Und das ist genau das, was wir heute da beweisen werden. Die Käfer gehen auf die geschwächten Bäume, und zwar durch die Mobilfunktechnik geschwächten Bäume. Diese stark bestrahlten Bäume, jetzt kriegt man da drüben das sogar ein bisschen besser wieder drauf, da in der Kurve, da sieht man oben genau da, auf der Kuppe da auch diese absterbenden Bäume. Weil die kriegen nämlich wahrscheinlich von dem Sender die Strahlung ab und sie kriegen auch vom nächsten Sender drüben her die volle Strahlung ab. Und auf der Kuppe sind sie überhaupt allen Sendern da auf der Strecke ausgesetzt und deshalb sterben die Bäume an der Kuppe als erstes. Der Kern der Sache ist der Käfer geht nur auf geschwächte Bäume und es ist offensichtlich und es ist so leicht zu beweisen, dass diese starken Waldschädigungen, die derzeit jetzt entstehen, nur erklärbar sind durch die Zunahme des Elektrosmogs, insbesondere auf den Autobahnen und auch entlang der Eisenbahnstrecken. Damit fällt natürlich völlig weg diese schwachsinnigen Erklärungen, ja, das wäre die Klimaerwärmung oder noch blöder, ja, das wäre der saure Regen, das in den 80er, 90er Jahren von schwachsinnigen Forstleuten verbreitet worden ist. Diese starke Auftreten ist direkt proportional mit der Zunahme an Handyzulassungen, ist direkt proportional mit der Zunahme an Krebserkrankungen. Und wir sehen jetzt kommen wir um die Kurven, haben wir schon wieder den nächsten Sender, weil der muss nämlich jetzt diese Spur da bestrahlen. Und das sollte uns nicht wundern, wenn wir ein Stück weiter sind, sehen wir schon die geschwächten Bäume da links oben, ja, die haben fast alle Nadeln verloren. Und wenn wir jetzt um die Kurven fahren, können wir schon die nächsten Sachen sehen. Ja. Wenn wir jetzt um die Kurven fahren, da auf, gleich da, wo jetzt der LKW kommt, da sehen wir auf der linken Seite schon wieder eine absterbende Bäume. Und wenn wir es uns genauer anschauen, so ist das natürlich eine Fichte. Und ich rede jetzt nur über die schon total abgestorben sind. Und die anderen sind ganz stark geschwächt, haben typische Mobilfunkschädigungen, die nur dort auftreten, wo die Handysender sehr stark auf die Bäume strahlen. Wenn wir jetzt da ein Stückchen weiterkommen, dann sehen wir schon, da haben wir wieder eine Kurve und natürlich muss der nächste Handysender gleich nach der nächsten, rechts sehen wir gleich wieder einen toten Baum da. Das ist natürlich auch eine Fichte. Ich werde Ihnen noch erklären, da ganz rechts drüben, warum die Fichten eben besonders empfindlich auf Strahlung reagieren. Und zwar, weil sie eben perfekte Antennen sind.
Jetzt rechts oben haben wir wieder einen toten Baum da in der Böschung, da oben den nächsten, da links den nächsten. Und das auf eine kurze Strecke, ungefähr in einer Entfernung von 200 bis 300 Meter vom nächsten Handysender. Jetzt muss ich schauen, dass ich die Geschwindigkeit da einhalte, das passt ja alles. Jetzt kommen wir da zu der Roststätte da oberhalb von dürfte Birchak sein. Und Sie sehen, da auf dem Sender haben wir alles drauf, was Rang und Namen hat. Da sind drauf Richtfunksender, GSM 800, GSM 900, GSM 1800, UMTS. Und die bestrahlen natürlich die Strecken da runter und die Strecken da rauf. Wenn wir jetzt weiterfahren, dann kann man Richtung Birchak. Wir sehen auf der linken Seite diese Fichte, die ganz typische Schädigungen haben. Die Wipfel bilden sich nicht mehr aus, die Wipfel sterben ab. Die Rodel sterben auch ab und es wachsen nur mehr jene Nadeln, die schräg nach oben stehen, die schräg und die Zweige, die schräg nach oben zeigen. Das passiert deshalb, weil die Fichte versucht zu überleben und sie merkt, sie muss jene Äste abstoßen, die zu einer Antennenwirkung führen. Und ich werde es später noch zeigen anhand einer Antenne, einer perfekten Hochfrequenzantenne, wie eine Antenne sein muss, damit sie perfekt als Antenne funktioniert und dann alle Strahlen übernehmen muss. Wir sehen da jetzt schon wieder geschädigte Bäume und den nächsten Sender. Auf der linken Seite, ihr seht diese runden Schirme, das sind Richtfunksender und oben diese länglichen Balken, das sind sogenannte Sektorantennen und den nächsten toten Baum sehen wir da schon in der Verlängerung auf der linken Seite sehr schön sichtbar, weil da blast natürlich da eine Sektorantenne diese Strecke hinauf und eine Seitenkeule fährt da links eine und macht den Baum kaputt. Aber die Hauptkeule, die fährt entlang der Straßen, entlang der Autobahn hin. Und dort kann man dann auch feststellen, ob die Bestrahlung zu stark ist. Natürlich ist es so, dass ein guter Boden und genügend Licht den Baum länger am Leben erhält als ein karger Boden und wenig Licht. Und wir in der Selbsthilfegruppe Elektrosmog haben festgestellt, dass es vor allem jene Bäume trifft, die einen nassen Boden haben, die also sehr viel Wasser haben, weil die sind dann geerdet und müssen dann den gesamten Strom über die Wurzeln ins Erdreich ableiten. Ja. Jeder Mensch, der ein bisschen was von Biochemie versteht, weiß, dass es im Körper Metalle geben muss, die Strom führen. Die Bäume brauchen auch Kupfer und Eisen und andere Mineralstoffe. Und normalerweise ist es so, dass diese Mineralstoffe durchs Wasser in den Wipfelbereich und in die Äste geleitet werden, die Nadeln verdunsten das Wasser und dadurch zieht das Wasser die ganze Energie nach oben. Deshalb können auch die Bäume nach oben wachsen. Und jetzt haben wir einen Kreislauf, der komplett umgekehrt läuft, nämlich von oben nach unten. Der Strom wird oben übernommen und über den Stamm ins Erdreich abgeleitet. Und dadurch entstehen viele biologische Mechanismen nicht mehr, die normalerweise passieren. Wir sehen jetzt zum Beispiel da in der Verlängerung in dieser Kurve auf diesem Büchel auf der linken Seite schon den ersten Käferbaum rauswachsen. Und wenn wir jetzt da um die Kurven rumfahren, sehen wir dann auch den nächsten Handysender, der die nächste Kurve schaffen will und schaffen muss, um eben da ist der Sender, um eben die Autofahrer mit genügend Elektrosmog zu beschießen. Und was viele Autofahrer nicht wissen, es ist einem Auto sehr starken Elektrosmog ausgeliefert, weil die Handys, die kommen durchs Blech nicht durch. Das Blech wirkt wie ein faradayscher Käfig und die gehen durchs Blech nicht durch. Das heißt, die Wellen müssen durch diese kleinen Fenster hindurch reinkommen und auch wieder herauskommen. Deshalb ist es auch sinnvoll, jetzt zum Beispiel rechts sehen wir da bei Ausfahrt West die toten Bäume von diesem Handysender. Ja?
Es klagen auch sehr viele Leute, die in der Nähe von den Handysendern leben, von Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Wenn sie es länger haben, bekommen sie Krebs, viele Krebs. In den Städten ist es arg, in manchen Hochhäusern, wo mehrere Sender drauf strahlen, gibt es sogenannte Hotspots eben von mehreren Sendern. Und dort botzen die Krebskrüppel regelrecht nach der Reihe aus den Häusern raus. Bitte schön, wenn ihr solche Sachen wisst, meldet das sofort dem Amtsarzt, meldet das auch der Landessanitätsdirektion und vor allem macht einfach eine Meldung an die Staatsanwaltschaft, weil wir haben das Problem, dass es da faktisch Massenmord gibt durch Krebs, dann andere Phänomene durch Burnout, wo die Leute das psychisch nicht mehr durchstehen, weil die Gehirne dermaßen geschädigt werden, dass sie ihre normale Funktion nicht mehr durchführen können. AUV hat sehr gute Nachweise gebraucht über den Atemreport 47, wie die Schädigung der Gehirnströme, wie das im EEG eindeutig sichtbar ist, funktioniert, sodass die Leute eben nicht mehr schlafen können, in der Nacht aufwachen und dann in der Früh um 6 ist es so kaputt und müde, dass sie sagen, ich schaffe es nicht mehr in die Arbeit zu gehen. Und das ist eine neue Erkrankung, die ist jetzt erst entstanden durch den Elektrosmog und nimmt in den letzten 10, 20 Jahren massiv zu. Das ist also eine ganz typische Mobilfunkschädigung durch den Mikrowellenbeschuss, also üblen Mikrowellenschussapparaturen, wie diese Handysender sind oder auch wie diese Handys sind. Bitte schmeißt diese blöden Mobilfunkapparate einfach weg. Ja? Vielleicht noch ein Tipp an alle Kaufleute und Handelsreisenden. Es gibt für Autos auch Innenhandys. Vielleicht kann man das einmal sagen. Ich habe das extra auch heute hergetan. Ja? Das ist eine spezielle Vorrichtung. Die Antenne ist außen. Sobald ihr das Handy da ansteckt, passiert der komplette Funkverkehr außen über die Außenantenne und diese armen Leute, die dann in meiner Nähe da herumstehen oder herumfahren, die kriegen dann von mir den kompletten Elektrosmog ab. Aber ich schütze mich selber mit meiner Strahlenschutzkappe, die hat innen ein Gewebe eingearbeitet und ich schütze mich durchs Metall des Autos, das ist ein Faradayscher Käfig. Und so kann ich einigermaßen meine Gesundheit schützen vor den bösen Mikrowellenstrahlungen, vor allem aus den Handysendern und von den anderen Autos, die da aus dem Innenraum ganz starke Elektrostrahlen auf mein Auto schießen würden. Aber ich selber bin so geschützt. Das haben wir einfach festgestellt. Und die Ärzte sagen, man soll in erster Linie mal den Elektrosmog vermeiden. Ja? Wenn es gar nicht geht, soll man es vermindern. Und wenn das auch nicht geht, dann soll man sich schützen. Und ich bin da faktisch auf Stufe 3. Ich schütze mich mit Hilfe meines Autos vor dem Elektrosmog und ich schütze mich mit Hilfe von meiner Koppen vor dem Elektrosmog. Und so kriege ich am wenigsten ab. Wir sehen zum Beispiel links da draußen wieder an Käferbaum rauswachsen. Und wie gesagt, diese Käferbäume, sie entstehen durch den Elektrosmog, vor allem entlang der Autobahnen und auch entlang der Eisenbahn. Fahren Sie mal runter von Klagenfurt nach Künsdorf, dann können Sie sehen, wie die Bäume dort auch absterben. Und dort geht es mitten durch den Wald, mitten durch Wiesen, da gibt es keine Autos. Ganz im Gegenteil, jeder, der ein bisschen was von Chemie versteht und von Physik, weiß, dass die Bäume Kohlenstoff binden. Das heißt, je mehr Kohlenstoff es gibt, umso leichter wachsen sie. Und das hat es auch bestätigt. Entlang der Brennautobahn, die war so lang, sind die Bäume bestens gewachsen. Und erst jetzt, seitdem die Handysender überall stehen, gibt es die Käferbäume alle 50, 100 Meter. Den Bauern kann ich Folgendes sagen, das Baumsterben wird so gewaltig zunehmen, dass in den nächsten Jahren die ganzen Wälder absterben wird. Es ist nicht nur so, dass einzelne Bäume absterben oder vielleicht 4, 5 Bäume in kleinen Gruppen absterben, sondern dass ganze Waldflächen geschwächt werden und ganze Waldflächen absterben. Und sie sollen sich dann zusammentun und Sammelklagen einreichen und einbringen, um diese Waldschäden sich von den Mobilfunkfirmen ersetzen zu lassen und auch von den Herstellerfirmen dieser Mobilfunksendeanlagen. Das sind Telekom, Mobilcom, Tele2 und Telering, Sie kennen diese Firmen. So,
Jetzt sind wir in Villach gelandet, in Wernberg haben wir Kurven gemacht und sind jetzt wieder auf der Strecke von Wernberg Richtung Klagenfurt. Und ich habe festgestellt, dass in der Nähe von den Handysendern, Mobilfunksendern, es zu ganz starken Baumschäden kommt. Was also ganz eindeutig ist, die Baumschäden werden durch Mobilfunk verursacht. Und das ist auch der Hauptpunkt, den es zu beweisen gilt, weil in der Nähe von den Mobilfunksendern sind die Schäden am stärksten. Wenn man da jetzt da rüber schaut, dann seht ihr da, dass das sind Laubbäume, die sind schon völlig abgestorben. Und die haben ein Problem. Im Hintergrund ist nämlich ein Handysender, der strahlt da rauf und von da strahlt er da rüber. Man sieht da entlang der Autobahn, die Bäume schön langsam absterben. Viele Bäume haben es schon rausgeschlagen, weil die Forstleute, die geben den Bauern Empfehlungen, was sie machen sollen bei diesen Käferbäumen und Käferbaumlöchern. Und jetzt möchte ich auch für den Bauern folgenden Tipp geben. Es ist ein kompletter Schwachsinn, wenn die Mobilfunksender die Schäden verursachen, dass man dann sagt, das wird gelegentlich auch von Forstfachleuten aus den Ämtern verbreitet, zum Teil sogar in diese Schreiben an die Bauern herausgeben, sie sollen dann Laubbäume pflanzen. Es ist ein kompletter Unsinn. Die Bauern wissen alle, auf einem Nadelbaum halten normalerweise die Nadeln bis zu 7 Jahre. Ja? Und wenn man durch eine Fichten komplett durchschaut, da sind nur 1-2 Jahre drauf. Das heißt, die Nadeln von 5 Jahren sind schon runtergefallen. Und das ist auch der Grund, warum sie dann, da kann man dann durch die Fichten durchschauen. Und das ist dann auch der Grund, warum die Bäume dann nicht mehr weiter wachsen und dann erkranken und dann vom Käfer befallen werden. Ja? Man sieht da an den Laubbäumen, dass sie da sehr wenig Blätter haben. Wir haben jetzt Ende Juni. Wir haben da den nächsten Handysender und der strahlt da auf. Ja. Da links haben wir da wieder Bäume ohne Blätter. Der tut sich etwas leichter, weil da ist eben, da braucht man nicht so viele Handysender, aber nach Adam Riese. Da links die Bäume, der ist komplett am Absterben, der hat jetzt schon die Blätter alle verloren. Das kann man da sehen. Und normalerweise verlieren die Laubbäume, das wissen wir alle, Oktober, November gibt es einen schönen Herbst. Und dieser schöne Herbst, den gibt es auch nicht mehr. Unsere Laubbäume sind dermaßen geschwächt, dass die bunten Farben verschwinden und im Herbst halt äußerst eine hellbräunliche Farbe. Es schaut aus wie die Ausscheidung von ich weiß nicht was. Links wieder Laubbäume, keine Blätter mehr. Und wenn wir jetzt weiterfahren, dann haben wir da vor uns wieder den nächsten Handysender. Und dieser Handysender, der muss eben diese Strecke da bestrahlen. Links oben gleich wieder einen Baum, der eingeht mit den braunen Flecken. Links oben zwei große Bäume, die bereits abgestorben sind. Und dann da links oben zum Beispiel an diesen Fichten sind die Wipfel komplett verkümmert, total degeneriert und entartet. Die Wipfel bilden sich nicht mehr aus. Da links sind diese nicht so stark geschädigt. Die Fichten schützen sich dadurch, dass sie den Wipfeltrieb nicht mehr austreiben, sondern schräge Triebe nach den Seiten ausbilden, ja? Weil die dann wirken sie nicht mehr als Antenne. Und dann haben sie einen Wipfel, der sieht aus wie ein Busch, so wie ein Haselstrauch. Der Wipfel, es gibt viele Triebe, die schräg nach seitlich oben zeigen. Und das ist schon eine ganz typische Mobilfunkschädigung, wie man eben an den Fichten die Vorstufen des Absterbens erkennen kann. Man könnte sagen, das typische Buschwipfel, ja, dass der Wipfel entartet wie ein Busch. Wir kennen alle vom Christbaum den schönen Mitteltrieb in der Mitte und die schönen Rodel, wo die Äste so seitlich rausgehen, da haben wir dann immer die schönen Kugeln draufgehängt. Und oben auf dem Wipfeltrieb einen schönen Stern oder auch einen schönen Spitz drauf. So schaut eine gesunde Fichte aus. Ja? An den Weihnachtsbäumen können wir eine gesunde Fichte noch erkennen. Das, was heute da entlang der Autobahn steht, da sieht man links den Käferbaum herausschießen, weil der kriegt von da den vollen Beschuss.
Sie müssen bedenken, dass die Hauptkeule von einer Sektorantenne meist in Richtung auf die Autobahn weist, weil eben diese Hauptkeule soll ja die Autofahrer treffen, damit die maximalen Empfang haben. Übrigens ein Tipp an die Autofahrer, Sie können Ihr Handy auch als Strahlenmessgerät verwenden. Wenn Sie auf Ihrem Handy sehen, dass Sie einen maximalen Empfang haben, so wissen Sie, dass Sie bereits sehr stark elektrosmogmäßig belastet sind. Sie werden sehr stark aus den Handysendern, hier ist der nächste Handysender, Sie werden sehr stark aus dem Handysender mit Mikrowellen beschossen, jetzt direkt von vorne durch die Scheibe, ja, weil es da geschützt. Aber direkt aus der Scheibe kriegen Sie jetzt diese Strahlen rein und wenn Sie da die maximale Anzeige haben am Handy, dann wissen Sie, hier ist es bereits lebensgefährlich, sich aufzuhalten, weil die Bäume sterben. Sie sterben nicht gleich, es braucht ein paar Jahre. Und dann kriegen Sie eben den Baumkrebs. Bei den Menschen sind es Burnout, Tinnitus. Übrigens, Tinnitus, das ist das Pfeifen und Rauschen, was manche Leute hören, weil die Mobilfunktechniker nehmen an, dass, nachdem wir die hohen Frequenzen sehen können, das ist Licht, die niederen Frequenzen hören können, das ist Symptom und dazwischen ist also Wärme, das spüren wir mit der Haut. Und sie nehmen an, dass unser Gehirn diese Strahlen und diese Wellen, diese gepulsten Wellen aus den Handysendern, aus den Handys nicht wahrnehmen können. Das ist eine totale Lüge. Viele Leute merken das als Kreischen, als Zischen, als Pfeifen im Schädel, der mal stärker ist, eine Zeit lang anhaltet und dann wieder aufhört. Das hängt eben davon ab, wann jemand gerade telefoniert oder wann jemand gerade SMS versendet oder wann gerade jemand länger im Computer in diesem depperten WLAN ist. Ja? Also unsere Tipps von der Selbsthilfegruppe Elektrosmog ist einfach, schaltet das WLAN weg und schaltet das Handy aus und die Schnurlos Telefone. Da vorne sehen wir ganz genau rechts den Handysender, links vorne den absterbenden Baum auf der Böschung, oberhalb der Böschung und in der Verlängerung dahinter zwei große Flächen, wo mehrere Bäume von Käfern wahrscheinlich befallen sind, weil der Sender, der muss in diese Richtung strahlen und wahrscheinlich strahlt er auch da links hinauf. Da links sieht man die Bäume im Mittelteil. Und da fährt wahrscheinlich die Seitenkeule rein und die Hauptkeule fährt runter zum nächsten Sender. In der Ferne sehen wir den nächsten Sender. Und da ist es einfach so, dass die Bäume, die an sich sehr nass stehen, die sterben als erstes ab. Ja? Ich sage das auch deshalb, wir sehen nur links auch eine Nebenkeule, diese Bäume sterben ab. Links auf der Böschung, im Mittelteil sterben auch die Bäume ab. Ich möchte das Folgende sagen, es wurde gesagt, letztes Jahr war sehr trocken und heuer haben wir dann sehr viele Baumschäden. Es ist ein kompletter Unsinn. Die nassen Fichten, die sterben als erstes. Ja? Die trockenen Fichten überleben das relativ gut, weil die müssen nicht so viel Strom übernehmen, weil durch einen trockenen Boden kann man weniger Strom ableiten. Ja? Jeder Bauer, jeder Physiker, jeder Biochemiker, jeder Forstmann weiß es ganz genau, dass das Wasser den Strom leitet. Und nasse Fichten, die müssen viel mehr Strom in das Wurzelreich ableiten, in die Erde, weil da gibt es eine große Differenz. Oben in der Luft ist ein sehr starker Elektrosmog, die in die Erde ist in der Lage, das zu übernehmen und abzusaugen. Das nennt man dann auch Erdung. Die Hausmänner kennen das natürlich als die Erdung im Haus, weil der Strom wird über die Erdung abgeleitet. Jetzt sehen wir da links den nächsten Handysender. Ich muss da kurz umschalten, ja. Vom einen Thema zum anderen, aber links den nächsten Handysender. Und der, wie man oben an den Antennen sieht, der muss jetzt da natürlich entlang der Autobahn gerade runterfahren. Und wir können jetzt bald die ersten Nebenkeulen sehen. Wenn, dann entstehen die rechts oder links. Ja, wir haben sie da schon. Auf der linken Seite, da in einer Entfernung, das ist jetzt Kilometer 21, da sieht man links die absterbende Fichte. Ja? Da fährt eine Nebenkeule, aber die Hauptkeule, die fährt die ganze Autobahn da runter und jetzt kommt gleich der Hauptteil raus. Ihr seht da auf der anderen Böschung da links die Käferbäume.
Man sieht da ganz eindeutig, es ist da eine Verbrennungsanlage, Heizanlage oder was, da zwei große Löcher mit Käferbäumen und oben auf der Böschung sind die Bäume komplett abgestorben, weil da kommt auch die Strahlung vom anderen Sender von drüben her. Deshalb sterben auch die Bäume auf den freistehenden Flächen zuerst ab, weil die kriegen von allen Seiten den Elektrosmog ab und sterben dadurch auch als erstes ab. Also die Bauern, die Flächen haben, die auf einer Kuppe oben sein, sollten sich nicht wundern. Das waren früher die stärksten Bäume, weil sie am meisten Licht bekommen haben. Und jetzt sind es die schwächsten Bäume und die Bäume, die als erstes absterben, weil sie von allen Seiten den Elektrosmog bekommen. Das ist ein weiterer Beweis, dass Baumsterben wird durch die Mobilfunkfirmen verursacht und die Mobilfunkbetreiber verursacht. Und die werden zur Kasse gebeten werden und so wird es auch in Zukunft kommen. Bitte? Ja, eine gute Idee ist, kommen Sie einmal vorbei in unserer Selbsthilfegruppe Elektrosmog. Es ist auch sinnvoll, diese Schäden voranzumelden bei den Mobilfunkfirmen, weil dann haben Sie, wenn die Mobilfunkfirmen dann in Konkurs gehen, eine bessere Position als jene, die dann später sich an Schadenersatzzahlungen beteiligen. Da jetzt im Hintergrund haben wir diese nächsten Sender. Ich werde dann in den Parkplatz reinfahren und werde euch dann anhand von einem Hochfrequenzmessgerät zeigen, warum besonders die Fichten diese starken Schäden haben. Mal ein bisschen gemütlich machen. So, wir sind da jetzt auf einer Raststätte auf der Autobahn, ungefähr auf der Höhe von Börtschach. Und ich werde jetzt besonders laut reden, weil die Autos da natürlich alle machen. Ja? Ihr seht da im Hintergrund diesen riesigen Handysender. Der strahlt da über diese Strecke und der strahlt da auch runter diese Strecke. Man kann also die typischen Brandschäden sehen, die Mikrowellen aus dem Handysender an den Bäumen verursachen. Wir haben da zum Beispiel links eine Fichte, es ist eine serbische Fichte. Und Sie können da sehen anhand der braunen, abgestorbenen Äste, wie die Äste da verbrennen. Und wie die Nadeln verbrennen und wie dann da auf diesen Bereichen keine Nadeln mehr wachsen können. Oder was mir die Bauern oft fragen, wie schaut es aus bei den Laubbäumen? Da passiert dann Folgendes wie bei diesem Laubbaum, dass die Blätter verbrannt werden und die kringeln sich ein, verfärben sich dann braun, weil sie eben absterben und fallen dann runter. Und das Endergebnis sind dann so Äste, die wie tot hinausstehen und wo dann keine Blätter mehr drauf sind. Ich erkläre kurz, warum für die Bauern die Fichten so relevant sind. Und zwar, ich habe da jetzt dabei mein Messgerät, es ist ein Hochfrequenzmessgerät. Meine Empfehlung an die Bauern, kauft euch selber, also ein Messgerät, man kriegt es im Konrad-Versand um 200 Euro oder bei der Firma Y-Shield in Deutschland. Gibt es auch bessere, die kosten dann halt ein bisschen mehr. Aber mit Hilfe von diesem Hochfrequenzmessgerät kann man sehr genau die Mobilfunkstrahlung feststellen, messen. Und wir sind in der Selbsthilfegruppe Elektrosmog dabei, die Grenzwerte zu ermitteln. Und nachdem da rundherum alle Bäume schwere Schädigungen aufweisen in der Nähe vom Handysender, haben wir festgestellt, dass der Grenzwert ungefähr bei 0,02 Mikrowatt liegen müsste. Also unterhalb sind keine Schäden mehr feststellbar wie Lametta-Syndrom oder Buschwipfel-Syndrom oder Nadelverlust. Also die Wälder in Kärnten haben ca. 30 bis 50, viele sogar 80% der Nadeln verloren. Ja? Und jetzt möchte ich kurz anhand von dem Messgerät erklären, warum es die Fichten besonders trifft. Eine Fichte schaut nämlich so ähnlich aus wie eine optimale Antenne. Wenn Sie sich diese Antenne jetzt da anschauen, so hat sie in der Mitte einen Hauptstamm, der nach unten führt und in den Messapparat. Und sie hat da noch in der Seite verschiedene unterschiedliche Längen an Balken, wo die verschiedenen Frequenzen gemessen werden können. Die hohen Frequenzen haben eine kürzere Wellenlänge und die Niederfrequenzen haben eine längere Wellenlänge. Und die Physiker haben einfach festgestellt, dass man über diese Form optimal den Elektrosmog
übernehmen und dann dadurch auch messen kann. Ja? Würde die Antenne anders ausschauen, könnte sie nicht funktionieren. Und da ist jetzt das Hauptproblem, dass die Fichte genauso ausschaut wie eine optimale Antenne. Ein starker Stamm in der Mitte, der alles ableitet über die Wurzel in die Erde. Kurze Äste oben, längere Äste in der Mitte, lange Äste unten. Und die muss dann faktisch sämtliche Wellen übernehmen und ableiten. Und das ist auch der Grund, warum die Fichten am meisten sterben und in Kärnten sind. Also die Fichten, die jene Bäume, die den meisten Ertrag für die Forstleute und für die Bauern bringen. Und das ist auch, Fichten sind meistens auch die Sicherheit für den Bauern und auch das Investitionskapital oft für Maschinen. Das ist ein lebenswichtiger Bestandteil unserer bäuerlichen Bevölkerung. Man muss jetzt das anschauen, wie stark der Elektrosmog da in der Nähe vom Handysender ist. Vielleicht kann man das hören. Es übersteuert total. Ich müsste leiser drehen. Es übersteuert total. Es ist so hoch, dass ich die stärkste Einstellung nehmen muss, die das Gerät da hat. Jetzt über den Ton auch leiser gestellt, damit ihr auch noch was hört. Ich möchte nur sagen, viele Leute hören dieses Kreischen und Pfeifen aus dem Handy oder aus dem Mobilfunksender als Pfeifen, Rauschen, Zischen im Ohr, was eine Zeit lang anhaltet und dann wieder verschwindet oder stundenlang anhaltet. Ja. Viele können nicht schlafen, nehmen dann Schlaftabletten, landen irgendwann einmal mit einem Burnout in Hilfsabteilungen und werden dann niedergespritzt, müssen dann Schlaftabletten nehmen und Psychopharmaka. Das ist nicht die Lösung. Ja. So eine Lösung ist, dass der private Mobilfunk verboten wird. Es ist selbstverständlich, dass die Polizei und die Rettung ihr Funknetz weiter betreiben kann. Das ist kein Problem, das ist so wenig. Und solange nur die Polizei und die Rettung Funk betrieben hat, hatten wir keine Baumschäden. Und jetzt sind alle Bäume da rundherum schwerstens geschädigt. Und das Ende Juni, wo normalerweise die Natur am besten aufblüht. Wenn ihr jetzt misst, wie stark dieser Sender strahlt, zeige ich euch, wie man eine korrekte Messung macht. Ja. Man führt das so. Also ich messe da jetzt 1,07 Milliwatt. Wenn man das umrechnet in Mikrowatt, so wären das 1070 Mikrowatt und wir müssen noch von 1070 Mikrowatt runterkommen auf maximal 0,02 oder für Menschen 0,1 für Menschen etwa 1 Mikrowatt, wie es die Ärzte medizinisch bestätigt haben und durch Untersuchungen bewiesen haben. Und deshalb muss einfach der Mobilfunk, der private, generell verboten werden. Ich zeige jetzt die typischen Mobilfunkschädigungen, die man da sehen kann. Wenn wir jetzt darüber schauen, dann sieht man da auf der Böschung über den Felsen so braune Bäume. Das sind junge Fichten. Das sind eigentlich junge Fichten, die normalerweise kaum eingehen, weil die jungen Fichten ein sehr starkes Potenzial haben. Aber da fährt von einer Nebenkeule, von einem dieser Sender, fährt der Nebenkeule da genau auf die Böschung und die sterben dann ab. Man sieht an diesen Bäumen, dass sie früher sehr gut leben konnten. Sie haben den Sommer überlebt und jetzt erst seit ein oder zwei Jahren sterben sie sehr stark, weil es hat der Mobilfunk sehr stark zugenommen. Ja? Und dieser Unsinn, es würde durch sauren Regen kommen oder durch die Klimaerwärmung, ist kompletter Unsinn, weil die Bäume sterben genauso ab in Bad Kleinkirchheim oder in der Nähe von Handysendern sterben sie auch ab auf den Bergen, neben der Berghütte auf 1700 Meter, wo von Klimaerwärmung keine Rede sein könnte, sondern in der Nähe von den Mobilfunksendern sterben die Bäume ab. Wenn wir ein Stückchen weiter schauen, dann sehen wir da auch in der Mitte auf der Böschung einen Baum, der ist auch schon umgebrochen, weil er geschwächt ist. Da oben in der Mitte sieht man an den Spitzen absterbende Blätter oder es könnten auch absterbende Wipfel sein.
wo durch den plötzlich stark zunehmenden Beschuss die grünen Nadeln einfach abgestorben sind. Vielleicht kann man das ein bisschen näher holen mit der Kamera. Und da sind diese zwei Flecken da in den Bäumen. Ja. Wenn wir ein bisschen weiter nach rechts schwenken, in diese Richtung, dann sieht man da zwischen den Bäumen eine abgestorbene Fichte. Sie hat noch ein paar Nadeln drauf. Und das ist ein typischer, würde ich mal sagen, ein typischer Käferbaum. Ja. Da sind alle Nadeln abgestorben. Sie hat noch ein paar Zapfen drauf. Ich möchte einfach das deshalb sagen, weil in der Nähe von den Mobilfunksendern es die größte Häufung an Käferbäumen gibt, was der direkte Beweis ist, dass die Käferbäume und das Baumsterben und das Waldsterben vom Mobilfunk verursacht wird und nicht von so schwachsinnigen Erklärungen wie Klimaerwärmung oder saurer Regen. Was noch blöder ist, da haben sie gesagt, ja, wir haben auch schon Gifte von Deutschland nachgewiesen. Natürlich ist das ein kompletter Unsinn, weil die Fabriken sind alle reduziert worden im Giftstoffausstoß. Sie mussten alle Filter einbauen und der Giftstoffeintrag ist geringer geworden. Ich möchte noch etwas zu den Autos erklären. Die Autos stellen Kohlendioxid aus. Die Bäume sind optimierte Kohlenstoffbinder. Je mehr Kohlenstoff sie auf dem Diesel rausbekommen, umso leichter wachsen sie. Ja? Also lassen sich ja nicht zum Narren halten, wenn jemand sagt, ja, es kommt vom Verkehr. Das ist eine falsche Erklärung. Jetzt schauen wir wieder weiter zu den Bäumen. Da oben an der Kuppe sehen wir, das dürfte eine Kiefer sein, ja, wo alle Nadeln jetzt sich hellbraun verfärbt haben. Das heißt, sämtliche Nadeln sind jetzt kurzfristig abgestorben. Das heißt, die Kiefer hat nicht in den letzten Jahren die Nadeln verloren, sondern die sind jetzt neu durch den extrem starken Mobilfunkbeschuss abgestorben. Und diese Kiefer ist natürlich nicht mehr zu retten. Wenn man ein bisschen weiter schaut, das sind vielleicht 100 Meter nach rechts, da sieht man hinter den Fichten auch den nächsten Käferbaum, der am Absterben ist. Das ist im Hintergrund. Dann schauen wir ein bisschen weiter rechts etwas da herunter. Wir haben da eine 60er-Tafel und über dieser 60er-Tafel sieht man, dass junge Fichten am Absterben sind. Auf dieser Böschung. Ja. Die Bauern können das ja vergleichen. Sie haben vielleicht zu Hause auch irgendwo eine Böschung, wo Fichten drauf sind. Und sie sollen schauen, ob jetzt alle Böschungen, wo junge Fichten drauf sind, absterben. Und das ist nicht der Fall, sondern nur in der Nähe von den Handysendern sterben die Fichten ab. Und das ist der Beweis, dass der Mobilfunk und die Mobilfunkbetreiber und die Hersteller von diesen Strahlungsapparaten dafür verantwortlich gemacht werden müssen, dass sie diese Baumschäden ersetzen. Schauen wir weiter auf der Böschung, auf der rechten Seite. Auf der Böschung auf der rechten Seite sieht man am Waldrand auch eine junge Fichte am Absterben und im Hintergrund auch eine Absterben am Beginn des Waldrandes. Fichten oder Kiefern am Absterben. Die Bauern sollten sich nicht wundern, dass jetzt der Waldrand als erstes abstirbt. Jeder Bauer weiß, dass früher der Waldrand am stärksten Grün gehabt hat, weil da die Bäume am meisten Licht bekommen haben. Und jeder Quadratzentimeter Licht wurde von den Bäumen genutzt, um Blätter auszutreiben. Und am Waldrand waren die stärksten Bäume mit den meisten Ästen. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Der Waldrand ist am meisten geschwächt, weil die ersten Bäume müssen den ganzen Mobilfunk übernehmen, die ganze Strahlung übernehmen, die kompletten Mikrowellen übernehmen und durch den Stamm ableiten. Dadurch stirbt der Waldrand als erstes. Das ist ein weiterer Beweis, der sicherlich standhält bei jedem Gerichtsverfahren, dass die Mikrowellenstrahlung aus den Mobilfunksendeanlagen die Verursacher des Waldsterbens sind. Und der Baumschäden, insbesondere der Käferbäume. So, jetzt machen wir noch eine kurze Pause und wir schauen uns dann die Bäume an auf der anderen Seite. So,
Wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Parkplatz. Sie sehen im Hintergrund den Mobilfunksender. Sie sehen auch da die geschädigte Fichte. Und wenn man jetzt, möchte ich auch kurz erklären, die typischen Mobilfunkschädigungen eben an Laubbäumen. Sie sehen da einen Laubbaum, der jetzt normalerweise im besten Zustand sein sollte, weil die Blätter sich optimal im Frühjahr ausgebildet haben. Man sieht, im unteren Bereich ist er dicht. Man sieht dann im Mittelbereich, sieht man also ein schräges Loch drin, wo, es fährt gerade ein LKW vorbei, wo auf der rechten Seite sieht man in dem Loch die Äste, tote Äste hinausstehen und man sieht ein paar abgestorbene Blätter. Das sind ungefähr die Stufen, wie das Absterben der Blätter bei den Laubbäumen passiert. Zuerst verfärben sich die Blätter braun, dann fallen sie ab und dann stehen tote Äste hinaus. Und wenn Sie auf einem Laubbaum tote Äste sehen, dann wissen Sie, das sind Mobilfunkschäden. Und wenn man jetzt den Mittelteil genauer betrachtet, sieht man auch, rechts ist ein bisschen höher, links ist ein bisschen niedriger, eine Nebenkeule oder auch eine Hauptkeule, das kann ich jetzt nicht feststellen, knallt da vom Sender so schräg nach unten und trifft diesen Baum da im Mittelbereich, fährt da rechts hinein, durch den Stamm hindurch, fährt links wieder hinaus und das erklärt, warum der Baum genau im Mittelteil die Blätter verliert. Wenn man sich den oberen Bereich anschaut, da sieht man interessanterweise, dass er auf dieser Seite wieder viele Blätter hat. Das heißt, die Keule, man muss sich vorstellen, dass sie so wie einfach wie eine Keule ausschaut, die düst so hinein und die trifft eben genau diese Blätter, weil da ist die Strahlung sehr stark. Da hat sie also 100% und ein bisschen daneben ist sie schwächer. Im oberen Bereich kann man sehen, dass die Hauptkeule etwas drunter durchfährt und der obere Bereich nicht so viel abbekommt. Jetzt schauen wir den Baum links daneben an. Da sieht man, dass er im unteren Drittel noch einige Blätter drauf hat und dass der obere Bereich von einer anderen Hauptkeule getroffen wird oder einer Nebenkeule, das kann ich nicht so genau sagen. Und da sind fast alle Blätter abgestorben, ein paar abgestorbene hängen noch oben, die haben im Frühjahr noch ausgeblüht. Und das dürfte dann so sein, dass im nächsten Jahr der im oberen Bereich überhaupt keine Blätter mehr austreiben kann, sondern nur unten ein paar Blätter austreibt und in 2 Jahren ist der Baum dann tot. Durch den Mobilfunk direkt aus der Mobilfunksendeanlage. So, im Hintergrund sehen wir dann noch ein paar Käferbäume, aber die werden wir uns noch aus einer anderen Situation anschauen. Und wir machen jetzt eine kurze Pause. Ja, wir schauen uns jetzt diesen Baum aus dieser Position an und ihr seht, dass der Baum sehr stark geschwächt ist. Im Hintergrund der Handysender und der Baum kriegt die volle Strahlung ab. Er hat noch versucht, heuer ein paar Blätter auszutreiben und die sind leider dann verbrannt durch die Mikrowellenstrahlung. Wir wissen natürlich, dass die Mikrowellen alle Hitze erzeugen. Vom Mikrowellenofen, der sehr schädlich ist, schmeißt den gleich raus. Und da sind diese Schädigungen durch Mikrowellen, weil einfach die Blätter verbrannt sind. Und der hat ungefähr 90% der Blätter verloren und wahrscheinlich ist er nächstes Jahr abgestorben. Wenn wir dann überleiten auf diese Seite, dann sieht man da ein typisches Käfernest, wo mehrere Bäume vom Käfer befallen worden sind. Er hat bereits sämtliche Nadeln verloren, außer der rechte hat noch da unten ein paar Nadeln im unteren Bereich drauf. Und was man auch noch sehen kann, das wissen die Bauern inzwischen auch, dass sie im oberen Bereich sehr viele Zapfen austreiben und das verstärkte Zapfen austreiben, Bilden von oft kleinen, verhutzelten Zapfen, ist dann die letzte Aktion des Baumes, bevor er abstirbt. Also er versucht, bevor er jetzt abstirbt, noch einmal sich zu vermehren oder zu verbreiten. Von der Lage könnte man da sagen, dass der Baum optimale Lage hat. Er hat eine Böschung, er hat Licht von beiden Seiten, er hat mit Sicherheit ausreichend Wasser und er stirbt da trotzdem ab, weil der Verursacher ist der Handysender da drüben, wo man auch sehen kann, dass die Laubbäume eben absterben. Ja?
Die Bauern wissen, dass das die letzte Aktion des Baumes ist, vermehrt Zapfen auszutreiben, ist auch also eine typische Mobilfunkschädigung. Und jetzt möchte ich dann noch zeigen, was passiert, wenn der Baum dann endgültig sein Leben beendet hat. Sieht man da an diesen Stümpfen, ja, an diesen Baumstümpfen. Und ich bin sicher, dass die Straßenverwaltung die Bäume nicht zum Spaß weggeschnitten hat, weil alle Lkw-Fahrer und Autofahrer freuen sich über die Schatten von großen Bäumen, wenn sie fahren. Und dieser Baum ist sicher geschnitten worden, weil er an Mobilfunk verstorben ist, so wie der im nächsten Jahr versterben wird und hinten die Fichte in ein paar Jahren versterben wird. Ursache dafür ist eindeutig die Lobby der Mobilfunkfirmen. Und Verursacher sind auch die Hersteller der Apparaturen, der Antennen und der Handys, die diese neue Technologie sich zunutze gemacht haben. Und mit Sicherheit werden auch haftbar gemacht werden jene Gruppierungen, die diese kriminelle Technologie auch noch genehmigt haben und per Gesetz genehmigt haben. Wir müssen in Österreich neue Grenzwerte einführen und die sind für Menschen, das haben die Mediziner bewiesen, 1 Mikrowatt. Und bei den Bäumen, da sind wir eben beim Ermitteln, sind sie mit Sicherheit in der Nähe von Fichten unterhalb von 0,02 Mikrowatt. Genauen Grenzwert werden wir noch bekannt geben, wenn wir genauere Messungen durch professionelle Messtechniker gemacht haben. So, dann werden wir die Fahrt fortsetzen und machen eine kurze Pause. Geht? Geht. So, wir haben die Roststätte verlassen und jetzt sieht man da gleich wieder auf der rechten Seite, weil wir kommen um eine Kurve, den nächsten Handysender da, jetzt auch gleich rechts oben. Ja? Und der hat natürlich jetzt die Aufgabe, dass er den Autobahnabschnitt in diese Richtung mit Mobilfunk bestrahlt und damit die Autofahrer dann auch telefonieren können. Was viele Autofahrer nicht wissen, besonders gefährlich sind diese Übergabestelle, ja? Weil ihr Handy funktioniert auch, wenn sie nicht telefonieren. Und das Handy pulst permanent die Position. Auf 30 cm werden sie überwacht, auf 30 cm genau werden sie geortet. Und wenn sie dann ein Stück weiter sind, dann werden sie vom Ansender auf den nächsten übergeben. Und die ganze Rechenarbeit machen eben diese Handysender, die das machen müssen. Ja? Dann sind wir gleich wieder in Kundendorf. Und ich möchte abschließend und zusammenfassend noch auf Folgendes hinweisen. Die Bauern sollen sich zusammenschließen, sollen zu Gruppierungen und das einmal ermitteln. Sie müssen die Forstleute und die Forstbehörden mit einbinden. Die Forstbehörden und die Landesforstdirektoren, Bezirksforstdirektoren und die Förster müssen eingeschult werden auf die Handhabung von Hochfrequenzmessgeräten, wie ich da eines habe, damit sie überall feststellen, wo es zu einer Verstärkung der Käferbäume kommt, mit welcher Stärke vermehrt Käferbäume auftreten. So ein Gerät ist sehr einfach zu verwenden. Es ist einfacher zu handhaben als ein Radio, wo man ja schon zwischen UKW und Mittelwelle und Langwellen unterscheiden muss. Es ist wirklich sehr einfach und jedem zuzumuten, dass er mit dem die Stärke messen kann und sie lässt sich dann auch nachweisen und beweisen. Genauso wie mit einem Geschwindigkeitsmesser der Autofahrer auch wissen muss, wie schnell er dann fährt. Dann das nächste, was ist, die Landwirtschaftskammern werden mit einbezogen. Die Landwirtschaftskammern werden auch verantwortlich gemacht, dass sie verpflichtet sind, von Staats wegen die Mobilfunkschäden zu messen, Berichte zu verfassen, Forschungen zu betreiben. Dann sind verpflichtet, das zu machen, das Bundesamt für Wald. Dann sind verpflichtet, das zu machen, die Universität für Bodenkultur, die extra dafür geschaffen ist, um den Landwirten und Forstwirten Hilfe zu geben bei ihren Aktivitäten.
Und in diese Richtung wird es auch laufen. Die Forstleute, die Forstfachleute und die Förster und die Bauern werden eben diesen Mobilfunk messen und dann werden Berichte erstattet und dann werden auch die Sammelklagen geschaffen. Und wie gesagt, kommt es in unserer Selbsthilfegruppe am 4. Mittwoch im Monat beim Kresnik in Annabichl. Da kriegt ihr alles weiter, insbesondere in Bezug auf diese Schadenersatzvoranmeldung, der eine gute Möglichkeit ist, um schon einmal die Schaden zu deponieren, damit die Mobilfunkfirmen wissen, wie viele Rücklagen und Reserven sie in den Bilanzen bilden müssen. Und wenn dann der Mobilfunk verboten wird, brauchen wir die Sender weiter. Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen. Wir haben ein weiteres Problem und das sind Elektrowaffen. Elektrowaffen, Strahlenwaffen sind immer mehr im Umlauf. Und wir werden diese Handysender benutzen müssen, um diese Verbrecher, den Verbrechern habhaft zu werden, die über Strahlenwaffen Leute terrorisieren, Wohnungen bestrahlen, Leute morden und dafür auch noch gutes Geld kassieren. Ja? In Amerika gibt es das auch schon und wir werden es auch in Österreich durchsetzen, dass dieser Mobilfunksender zukünftig von der Bevölkerung kontrolliert wird. Denn tatsächlich gesehen können wir dem Innenministerium da diesbezüglich nicht ganz trauen. Die Bevölkerung muss den Mobilfunk übernehmen oder Vertrauensleute aus der Bevölkerung müssen den Mobilfunk übernehmen und die Mobilfunksender zukünftig kontrollieren, um eben dieses kriminelle Bestrahlen von Wohnungen in den Griff zu bekommen und um diese Kriminellen, die mit Elektrowaffen die Leute terrorisieren, verkrüppeln und ermorden, dass man die überführen kann. Es gibt keine andere Technologie. Weitere Informationen kriegen Sie bei unserer Selbsthilfegruppe Elektrosmog immer am 4. Mittwoch beim Kresnik in Annabichl in Klagenfurt. Vielen Dank und liebe Grüße von Magister Josef Neuschitzer und mein Stellvertreter, der ein super Kameramann ist.